Jagdmesser, Bushcraftmesser, Schnitzmesser, Rettungsmesser. Auch das ist eine Art von Messer. Dieses Victorinox Rescue Tool, das habe ich seit dem Jahr 2012. Wenn du wissen willst, was es kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Osman vom Survival Shop. Schön, dass du dabei bist. Rescue Tool von Victorinox ist, als ich es 2012 gekauft habe, in so einer Tasche, Gürteltasche, NX-Mole-kompatibel oder so weiter, ausgeliefert worden. Und du siehst, es ist sehr auffällig. Und das ist auch die Idee dahinter. Also das ist nichts für eine getarnte Operation, sondern das Ding soll auffallen und das tut es auch. Diese gelben Griffschalen, die leuchten auch etwas nach. Das heißt, in der Nacht, wenn du mit der Lampe mal drüber warst, leuchten sie so schön, aber sie leuchten auch mehrere Stunden nach. Das bedeutet, wenn man das irgendwo ablegt, sieht man das Messer. Es ist ein Einhandöffner. Mir ist klar, dass das für meine deutschen Zuseher und da jetzt gleich wieder 42, ja, weil es ja verriegelt mit diesem Liner-Lock. Aber ich habe mir sagen lassen, weiß nicht, ob das stimmt, dass wenn du im Rettungs-, im Polizei- oder im Feuerwehreinsatz oder in irgendeiner Situation bist, wo es gerechtfertigt ist, dass du dieses Ding führst, transportieren an verschlossenen Behältnis darfst du sowieso, also am Gürtel, dann darf man das. Das heißt, für alle Rettungsleute, Feuerwehrleute etc. pp., ihr dürft das im Einsatz angeblich tragen. Ob du es weißt, ich weiß es nicht. Schreib mal unten einen Kommentar. Aber die Firma Victorinox hat mitgedacht beim Arbeiten. Wenn ich mir diese Klinge anschaue, nämlich hier vorne ist der Wellenschliff für irgendwelche Seile, Taue oder was auch immer. Und hinten, also hier an der Stelle, ist ein gerader Anschliff, damit man auch ein bisschen was schnitzen kann. Finde ich wirklich gut. Das Ganze ist wie ein Rasiermesser. Das heißt, auf der einen Seite haben wir keinen Anschliff. Und da ist, wie du eh gut erkennen kannst, der Anschliff vorhanden. Das ist wie bei einem Rasiermesser. Und ich habe es jetzt eigentlich noch nie nachgeschliffen. Muss nur immer scharf. Aber ich muss auch dazu sagen, dass das natürlich nicht das Messer ist, das ich als EDC-Führer also immer dabei habe, sondern das liegt im Auto herum. Das ist mir jetzt wieder untergekommen. Und ja, reden wir drüber. Gut, also Liner-Lock. Dann, und das ist auch interessant, ein Gurtschneider. Das heißt, das ist nämlich so gemacht, dass man zum Beispiel, oder auch Kleidung, ich habe es mal zum Kleidung aufschneiden müssen, weil es zu einer Schwellung bei einem Kursteilnehmer gekommen ist und da haben wir aufschneiden müssen. Könnte man auch vorstellen, ich will das jetzt sicherlich nicht machen, dass man bei einer Uhr da hinein kann und machen oder in die andere Richtung runter, also will ich jetzt nicht tun. Zumindest wenn es ein Textilband ist oder ein Lederband, bei Metall wird es natürlich schwer werden. Aber soll so sein, ohne dass man den Patientin verletzt. Das ist auf jeden Fall nett, also zum Kleider aufschneiden kann ich da gleich sagen, also zum Ärmel aufschneiden ist das gut geeignet. Weil wir gerade dabei sind, auch die Spitze von der Klinge, ja, die ist rund. Das heißt, die ist nicht spitz, die ist nicht zum Bohren gedacht, sondern die ist auch so gemacht, dass man sie nicht verletzen kann. Ja, ist ein Rescue Tool. Ich habe sie im Auto liegen und da ist das ganz einfach so, dass man es halt verwenden kann, wenn man es braucht. Hoffentlich nie. Das da ist ein Glasschneider. Schau mal her, da könnte man jetzt Glas aufschneiden. Das heißt, fangen wir anders an. Das hier ist ein Glasbrecher. Das kannst du unschwer erkennen. Den kann man auch austauschen. Das heißt, wenn der kaputt ist, kann man den austauschen. Und man kann auch diesen Glasschneider hier austauschen, weil der wird dann natürlich relativ rasch, relativ kaputt. Und wenn ich bei der Seitenscheibe reinschlage, da reicht die. Ein Bing und es ist kaputt. Aber bei der Windschutzscheibe haben sie halt so irgendwie die Idee. Und da gibt es auch so Demonstrationsvideos, das habe ich damals gesehen, von Victorinox. Am Schluss macht sich dann dieser Rettungs- oder Feuerwehrmann eine Cola auf mit dem Kapselheber. Aber da schlagen die ein Loch rein, ein kleines Mikroloch in die Windschutzscheibe und schneiden dann nach oben diese Windschutzscheibe auf. Ich habe das noch nie gemacht und ich hoffe, dass ich das niemals brauche. Aber ja, und man kann es, das ist schön scharf, das kann man zum Feuerstahl anreiben verwenden. Ist auch noch gegeben. Wie gesagt, das kann man austauschen. Da gibt es hier hinten da diesen kleinen Knopf. Ja, dann kann man das aushängen und eine neue anfordern oder kaufen. Und ja. Nichts zum Weinflasche aufmachen, also kein Korkenzieher, sondern ein Kreuz. Schraubenzieher, ja, lass mich schauen. Ich glaube, ich habe alles. Ja, ich habe alles, weil den habe ich eh schon hergezeigt. Unseren Schlitz und Kapselheber. Und ja, dann natürlich, wie es bei einem Victorinox-Messer sich gehört, und ich liebe, ist die Pinzette und halt den Zahnstocher.
alles gut, alles nett, alles fein. Jetzt kann man sich die Frage stellen, braucht man sowas? Ich weiß nicht, was braucht man schon wirklich? Ich kann mir vorstellen, dass das für Menschen, die im Rettungsdienst oder Feuerwehr unterwegs sind, vielleicht interessant ist. Dann schreib mal dazu einen Kommentar, wenn du das dienstlich einsetzt. Schreib unten einen Kommentar, würde mich interessieren. Der Punkt dabei ist halt, das Einzige, wo ich wirklich sage, und das war für mich auch wirklich sehr wichtig, seitdem habe ich übrigens eine Leatherman-Schere umzuschneiden, die habe ich auch einmal vorgestellt. Ich gebe dir den Link da oben. Ist das hier. Ja? Weil manchmal gibt es halt die Situation, dass man mit einem normalen Messer da nicht rankommt. Und eine Verbandschere hat man normalerweise auch nicht mit, aber ich irgendetwas aufschneiden will, ohne die Person zu schädigen, aufzuschneiden. Also wenn das ein Kind ist und oder die Person ängstlich ist und zittert oder so irgendwas, oder ich weiß nicht was, ja, dass man das aufschneiden kann. Also das finde ich wirklich sehr praktisch. Für mich als Laienhelfer, ich bin ja kein Experte da drin, überhaupt nicht, aber wie gesagt, es kommt bald Erste Hilfe. Erste Hilfe kommt bald hier viel stärker, gemeinsam mit dem Dr. Thomas Gierges, aber das kommt dann mal, Auto-Erste Hilfe. So, den habe ich auch schon braucht zum Flaschenöffnen, aber sonst, ja, ich meine, das Messer habe ich zum Paket aufschneiden verwendet, aber sonst ist das halt etwas, was eigentlich in Wahrheit herumliegt. Das liegt im Auto, im Handschuhfach. Aber so ist es halt mit so Notfallausrüstung, die liegt oft Jahre herum, um sie dann irgendwann einzusetzen, wenn man sie braucht, wenn man sie denn braucht. Aber besser haben als brauchen. Und daher ist es top. Also, ich möchte gleich was dazu sagen. Das Ding ist halt ein Victorinox, du kannst dabei nichts falsch machen. Wenn es dir gefällt, wenn dir das mit dem die Idee gefällt und dann nimm es. Das mit dem Glasschneider habe ich leider nicht testen können. Das mit dem Gurtschneider ist eine super Sache, das kann ich nur hundertprozentig empfehlen. Gibt aber auch andere Gurtschneidesysteme, aber sowas gehört irgendwie ins Auto, finde ich. Daumen nach oben oder nach unten, Link zu Amazon, weil leider habe ich das nicht selber im Programm, was ich schade finde, aber es ist so, gebe ich dir natürlich, wenn du magst, schaust dir an. Ich habe gerade vorher nachgeschaut, ob es das überhaupt auf Amazon noch gibt, weil ich habe und habe auch nachgeschaut, wann ich gekauft habe. Das ist aktuell sogar in Aktion, genau jetzt, wo ich das Video mache, aber vielleicht ist das in 2 Tagen schon wieder anders oder es ist ausverkauft, so wie es oft passiert, wenn ich einen Link auf Amazon gebe. Nach einem Tag ist das ausverkauft. Aber bei Victorinox bin ich mir sicher, dass sie das nachliefern können und das bald wieder aufgefrischt ist. Gut, Daumen nach oben oder nach unten, schreib mal einen Kommentar, hast du das, erzähl uns ein bisschen was. Link zu meinen Büchern gebe ich da natürlich auch, weil es ein Eigenwerbung-Video ist, muss sein. Ein paar andere Videos zum Anschauen und Abo und sowieso und danke.